Wir sind beim Kegel angelangt. Radius 3 cm. Jetzt müssen wir erstmal zeichnen. Wir machen das so wie beim Zylinder. Wir machen eine 6 cm Strecke, das ist nämlich der Durchmesser, und machen darauf einen senkrechten Durchmesser. Nur dieser senkrechte Durchmesser wird verzerrt um 0,5. Das heißt, diese Strecke hier sind nur noch 3 cm. Damit haben wir es ungefähr räumlich dargestellt, werden wir gleich sehen. Diese vier Punkte muss ich jetzt noch per Hand miteinander verbinden. Mit Zirkel geht es nicht, denn das, was entsteht, ist eine sogenannte Ellipse und die ist nicht mit einem Zirkel zu zeichnen. Von den beiden Außenpunkten zeichne ich dann zur Spitze des Kegels. Die liegt nämlich senkrecht über dem Mittelpunkt des Kreises. Also, schau mal. Ah, knapp verfehlt. Hier dran ist, ist die Spitze und dann nehme ich beide Außenpunkte und verbinde es. Dann entsteht der Radius R, die Höhe H und die sogenannte Seitenkante S. Das ist einfach nur von irgendeinem Punkt auf der Kreislinie unten zur Spitze nach oben verbunden. Das heißt, ich kann es natürlich überall rumführen, das ist überall das Gleiche, weil ja eben die Spitze direkt über der Mitte liegt. So, das Ganze jetzt fürs Volumen rauszufächern ist gar nicht so schwer, denn es ist, gilt das Gleiche wie bei Pyramide und Prisma, gilt das Gleiche wie bei Zylinder und Kegel. Beim Zylinder war das ja die R² mal Pi, also die Grundfläche, mal die Höhe. Und genauso wie bei Prisma und Pyramide geht ein Kegel dreimal in einen Zylinder rein. Das heißt, das Volumen des Kegels ist ein Drittel mal R² mal Pi mal H. Also ein Drittel vom Zylinder. Der Zylinder war Grundfläche mal Höhe, R² mal Pi mal H und davon jetzt ein Drittel. Schon fertig. Etwas komplizierter wird es bei der Mantelfläche. Das ist die Mantelfläche. Was habe ich gemacht? Ich habe bei S einmal hier durchgeschnitten und habe dann das hier erhalten. Wer sich das nicht vorstellen kann, so überlegt sich es einfach anhand dieser Mantelfläche. Nehmt mal den Punkt und biegt den so hin, dass er auf dem Punkt landet. Dadurch wälzt sich das und das hier wird die Spitze und die beiden Dinger, wenn sie zusammenliegen, dann sind dann die sogenannten Seitenkanten hier dran. Also, bitte nochmal vorstellen, ich schneide hier an der Seitenkante, das ist hier, dann fällt die eine Seite darüber, hierhin und ich erhalte so einen Kreissektor, nennt man das. Wieso man auf den Winkel kommt, werden wir später feststellen. Wieso man auf die Seitenkante kommt, das ist hoffentlich klar. Das war der Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck. R² plus H² ist S². Das ergibt in dem Fall 5,83. Beide Werte habe ich ja gegeben. Also nochmal vorstellen, dieser Sektor entsteht, wenn ich diesen Zylinder hier anschneide und eben zu einer Fläche mache. Da haben wir noch diesen Kreis hier unten, der ist natürlich weg. Es entsteht bei diesem Kreissektor ein sogenanntes Bogenmaß oder ein sogenannten Kreisbogen hier, nur zum Teil. So, die Frage ist jetzt, wie man auf den Winkel kommt. Den Winkel Phi hier dran, den kann man nämlich berechnen. Der ist ja auch hier. Entweder mache ich das natürlich mit Gegenkathete durch Ankathete, Sinus und so weiter, oder es gibt noch eine weitere Formel. Dafür müssen wir ein bisschen weiter ausholen. Jetzt wird es kompliziert, bitte genau aufpassen. Dieses Bogenmaß hier oder dieser Kreisbogen, dieser Teilkreisbogen, der ist doch quasi genau der Umfang hier. Also wenn wir nochmal den Punkt auf den Punkt drauflegen, dann ist quasi der Kreis oder dieser Teil von dem Kreis exakt der Umfang. Also das B hier ist quasi in dem Kegel der Umfang 2 mal R mal Pi, denn 2 mal R mal Pi ist der Umfang vom Kreis. Und dann gibt es aber für einen Kreissektor, für diese Kreislinie, auch eine Formel, nämlich 2 mal R mal Pi mal Phi durch 360 Grad. Also wenn ich diese Fläche hier habe und ich möchte die Länge von B berechnen, muss ich eigentlich nur 2 mal R mal Pi mal eben diesen Winkel Phi durch 360 Grad. Beides ist das Gleiche. Diese Linie ist diese Formel und die finden wir hier und hier ist es der Umfang. Das heißt, ich kann das, was hier für B steht und das, was hier für B steht, gleichsetzen. Hier haben wir natürlich kein R dran stehen, sondern unser Radius von diesem ist S. Ja, also das ist hier der Unterschied. Natürlich für den Sektor das B zu berechnen, da werden wir hier den Radius verwenden, aber der Radius ist ja, wenn man hier schneidet, das S. Also das ist hier das Komplizierte. Hier wird ein S draus, weil der Radius eben diese Schnittkante ist. So, und wenn wir das jetzt miteinander zusammenbauen, steht 2 mal R mal Pi ist gleich 2 mal S mal Pi mal Phi durch 360 Grad. Und wenn ich das jetzt nach Phi auflöse, dann erhalte ich folgende Formel. Phi ist gleich R durch S mal 360 Grad. Wie komme ich da drauf? Zuerst nehme ich die 2 heraus, indem ich auf beiden Seiten durch 2 teile. Dann teile ich durch Pi und dann steht noch dran, R ist gleich S
mal Phi durch 360 Grad. Da bringe ich das 360 Grad nach drüben, indem ich es multipliziere und dann teile ich durch S und damit entsteht die Formel. Also kann ich dieses Phi anhand dieser Größen, die ich am Anfang berechnet habe, ganz schnell bestimmen. Jetzt geht es um die Mantelfläche. Die Mantelfläche ist ja nichts anderes als quasi diese Kreissektor. Und da gibt's eine Fläche im oder eine Formel in der Formelsammlung. Eine Fläche vom Kreissektor ist ein halb mal b mal r. B ist doch, wie wir das hier schon festgestellt haben, 2 mal r mal pi. Also diese Linie hier ist nichts anderes als der Umfang. Und wenn ich das jetzt zusammenfasse, geht die 2 und 1/2 kürzen sich raus. Da steht nur dran r mal pi mal s. Also die Mantelfläche, das was wir hier haben, ist r mal pi mal s. Und was noch fehlt, ist die Oberfläche. Das ist doch einmal diese Mantelfläche, r mal pi mal s, und die Grundfläche r Quadrat mal pi. Und wenn ich das zusammenfasse, erhalte ich die Oberfläche. Schöner schreibt man es, indem man r und pi noch ausklammert, dann bleibt vorne s stehen und hinten r stehen, also r plus s, so steht es in der Formelsammlung. Bitte das Video nochmal anschauen, damit man kapiert, wie es funktioniert, wie man eben auf das Ganze kommt. Wissen müsst ihr diese vier grün markierten Formeln, die sind wichtig für die nächsten weiteren Berechnungen.